Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 286 und den Themen Stumm, Gewinnspiele und Gildengründung. Eine Geschichte noch vorweg und ich glaube, jetzt habe ich sie alle zusammen für Lore Talk und BMZ. Zum einen pflege ich die ja mittlerweile selbst als Podcasts ein, beide, sowohl Lore Talk als auch BMZ, und denkt dran, heute ist ein Release eines neuen Lore Talks, also vielleicht ein guter Zeitpunkt, falls ihr die Sachen nicht auf YouTube schauen wollt, sondern als Podcast, sich diesen entsprechenden Link anzuschauen. Die lassen sich in alle möglichen Dinge importieren, üblicherweise halt in eine Podcast-App, glaube ich, für die meisten, aber einige haben mich gefragt, wie es denn aussieht mit iTunes und wie es aussieht mit Spotify, und ich habe mich auch darum gekümmert. Es dauert immer ein bisschen, man muss die Sachen man muss sich dann anmelden bei iTunes. Ich habe überhaupt noch keinen Account gehabt, muss dort diesen Podcast anlegen, der muss dann geprüft werden, ob er irgendwie in Ordnung geht und so weiter und so fort. Das dauert alles ein paar Tage, und dasselbe nochmal bei Spotify. Stand jetzt müssten eigentlich beide dort zu finden sein. Ich habe sie bei mir auf dem Twitter verlinkt, da könnt ihr drauf gucken, da sind die Links aus den letzten beiden Tagen, an meine Postings gucken, zu finden. Für den Fall, dass ihr sie nicht einfach über die Suchfunktion bei iTunes oder eben bei Spotify gefunden habt. Einige schrieben mich an, die offenbar einen alten Link benutzt haben und sich gewundert, dass keine neuen Folgen kommen. Wenn das Ding nicht BMZ heißt und nicht das BMZ-Icon hat, sondern das alte Supergames-Icon, dann ist das nicht das, was ihr abonnieren müsst. Der BMZ-Podcast hat so ein kleines BMZ-Bildchen. So, das vorweg. Und jetzt kommen wir zu den Themen des heutigen Tages und fangen an. Hallo, lieber Barlow, mal ein Arschlochmuffel zwischendurch. Vorweg, ich verbringe viel Zeit in Azeroth, da ich das Spiel über alles liebe. Spielen tue ich eine Priesterin heilig und einen Paladin Schutz. Und leider habe ich ein kleines Handicap, ich bin stumm. Es ging um Antorus, gesucht wurde ein Tank. Ich habe mich halt gemeldet, denn bis jetzt bin ich immer nur als Heilerin mitgegangen und somit wäre es mal eine neue Erfahrung, so viel zu meinem Gedanken. Ich wurde also in die Gruppe geladen, jointe dem TS, um mal zuzuhören, und irgendwann kam die Frage auf, warum ich nichts sage. Nach ein paar Minuten der Aufklärung kam nur ein So-So und es wurde das Thema gewechselt. Da noch ein paar Minuten Zeit war, ging ich schnell nochmal um die Küche, um mir was zu trinken zu holen. Als ich dann wieder da war, sah ich, dass ich aus der Gruppe entfernt wurde. Anfangs war ich halt ein bisschen irritiert, doch dann wollte ich wissen, warum, und schrieb dem TS und bitte um eine Erklärung, da ich ja wusste, dass gesucht wurde. Erst kam keine Antwort, dann meldete sich aber doch wer und meinte, sie suchten wen mit Erfahrung. Ich akzeptierte diese Aussage, verließ das TS. Und nach ca. 30 Minuten flüsterte mich wer aus der Gruppe an, um sich zu entschuldigen, dass ich aufgrund meiner Stummheit gekickt wurde. Aber sie wissen nicht, wie ich einen Tank spielen soll, ohne irgendwelche Kommandos zu geben, Abläufe erklären und so weiter. Und das ohne zu sprechen, und man habe keine Lust, vor jedem Boss zu stehen und nur zu warten, bis ich alles getippt habe. Moment, suchten die einen Tank oder einen Raid-Leader? Also sehr, sehr, sehr komisch. Dementsprechend gucke ich halt so viel in WoW rum, aber meistens alleine, da ich mittlerweile Angst habe, auf weitere solche Aussagen zu stoßen, denn das geht mir schon eine Zeit lang so, und ehrlich gesagt, will ich meine Klasse oder sonst was nicht ändern, nur um mitgenommen zu werden. Also mal eine Sache vorweg, es ist völlig legitim, dass die Leute in ihrer Gruppe vorgeben, was gebraucht und gesucht wird. Wenn die sagen, für uns ist es notwendig, dass man im Voice ist und sprechen kann, egal ob es darum geht, dass man selber sprechen kann oder dass man ein Mikrofon hat, das tauglich ist, dann ist der viel häufigere Fall, dass Leute zwar in der Theorie sprechen könnten, aber eben keine Lust haben oder kein Mikro haben und so weiter und so fort. Von daher nehme ich auch mal schwer an, dass derjenige, der dich rausgekickt hat, einfach gedacht hat, das ist wieder die typische Ausrede von jemandem, der keinen Bock hat, weil er gerade irgendwie Serien schaut oder Mikro und so weiter und so fort, und das nicht tatsächlich gemacht hat, weil du stumm bist. Also ist es grundsätzlich absolut in Ordnung, dass eine Gruppe sagt, naja, für uns ist das notwendig, dass ein Tank was sagen kann. So. Es wird aber auch genügend Gruppen, wo das nicht der Fall ist, und die kannst du ja suchen und das kannst du ja vorher abklären. Also spätestens, wenn jemand sagt, komm ins TS, würde ich halt nachdenken, okay, warum soll ich ins TS kommen? Wenn ich sage, ich kann dort aber nur zuhören oder annehme, dass ich dort nur zuhören will, dann sage ich das halt dazu. Weil ansonsten stehst du halt da und ach, welch Wunder, die Leute kommen ins TS, damit man miteinander sprechen kann. Ne? Ist ja klar. Also wenn diese Situation halt besteht, und das wird ja meistens angesagt, irgendwie will man TS oder nicht TS und so weiter und so fort. Das kann man ja vorher abklären. Man kann ja auch vorher sagen, ich habe keinen Voice, ist ja völlig egal warum, oder ich kann nicht sprechen im Voice. Und auch da ist völlig egal warum, du bist ja niemandem mehr Erklärung schuldig, warum du nicht sprechen kannst. Und dann können die Leute sagen, es ist okay oder nicht okay. Was mich nur wundert, ist halt, also was erwarten die von einem Tank? Weil das alles, was du beschreibst, ist halt ein Raid-Leader.
Und eine zufällige Person einzuladen, die, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch zum ersten Mal tankt, um dort der Raid-Leader für sie zu sein und ihnen Bosse zu erklären und dann zu sagen, naja, es dauert ja so lange, bis du alles getippt hast. Was zur Hölle muss man vorher tippen als Tank? 3, 2, 1 oder was? Also ich wüsste nicht, was ich sonst erklären würde. Ich warte, mach halt einen Ready-Check und pull. Das ist der Teil, den ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig finde. Also ich glaube, da ist hat auf allen Ebenen die Kommunikation nicht funktioniert. Und das hat sie nicht deshalb, weil du nicht sprechen kannst, sondern weil irgendwie keiner sich vorher mal überlegt hat, was das für eine Gruppe sein soll und wozu sie gut sein soll. Und ja, grundsätzlich musst du keine besondere Sorge haben, solange du vorher klarstellst, ja, ich kann halt, ich kann, wenn ich ins Voice komme, nur zuhören, ich kann nicht sprechen. Sollte das kein Problem sein. Ich habe ständig solche Leute in Gruppen gehabt. Also Leute, die einfach im TS nicht sprechen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Kann auch sein, dass ich mit etlichen Leuten zusammengespielt habe, die stumm waren und einfach nur gesagt haben, ich habe kein Mikro. Geschrieben haben, ich habe kein Mikro. Also wenn man das vorher erklärt, glaube ich, sollte das in Zukunft keine großen Probleme geben. Und ja, das ist es im Prinzip. Ne? Einfach vorher darüber verständigen, was die Voraussetzungen für die Gruppe sind und ob man das unter den Bedingungen dann halt machen will oder nicht oder machen kann oder nicht. Ne? YouTube-Gewinnspiele. Ich folge sehr vielen YouTubern und oft kommen Gewinnspiele auf, die teilweise gesponsert, teilweise selbst finanziert. Es ist zwar schön, dass man was gewinnen kann, aber die Bedingungen sind sehr unterschiedlich. Ein Beispiel wäre, folge meiner neuen Instagram-Seite und wenn ich in den nächsten Wochen 100.000 Follower und 500.000 Likes auf meine Fotos bekomme, dann verlose ich dieses Objekt. Oder folge meinem neuen Channel und like dort jedes Video. Unter allen Leuten, die alle 50 Videos schauen und liken, verlose ich dieses Objekt. Man kann überhaupt nicht nachvollziehen, wer 50 Videos geschaut hat, ne? Also das nur mal so. Also ich wüsste nicht wie. Ich verstehe ja, dass man YouTube Geld verdienen kann, aber diese Dinge sind doch billige Tricks, die man nicht machen sollte. Also abgesehen davon, dass ich halt, wie gesagt, unabhängig davon, ob das billige Tricks sind oder nicht, glaube ich, das ist allesamt nicht nachvollziehbar zum größten Teil. Also ob du 500.000 Likes und Follower bekommen hast, das kann man relativ leicht nachvollziehen. Aber ob jemand alle deine Videos geliked hat, das kannst du nicht nachvollziehen. Ich mache das auch nicht. Also ich sage auch nicht irgendwie, ich verlose jetzt etwas, wenn ein Video x Likes oder x Views oder so bekommt, weil ich schon das Gefühl haben möchte, dass jemand, wenn ein Video von mir liked, es liked, weil es ihm gefallen hat und nicht, weil er sich dazu genötigt sieht. Andererseits aus User-Sicht, es gibt halt schlimmere Dinge, ne? Also überleg mal, wie sonst Gewinnspiele funktioniert haben. So die Älteren unter euch, kennt ihr das noch? Postkarten schreiben. Postkarten schreiben heißt nicht nur, dass du 60 Pfennig damals oder wie viel auch immer eine Postkarte gekostet hat, investierst, also selber bezahlen musst dafür, ohne erstmal was zu bekommen für eine Chance, sondern dass du etwas investierst und deine Adresse mitteilen musstest. Heute würden die Leute, glaube ich, ausrasten bei den Bedingungen. Etwas bezahlen und die Adresse mitteilen, die dann genutzt werden kann für weiß der Teufel was, um eine Chance zu haben, was zu gewinnen. Das waren so früher die Preisausschreiben und Gewinnspiele. Von daher finde ich, da damit verglichen, irgendwie anonym einen Knopf zu drücken und im Falle eines Gewinnes dann den halt eben zu bekommen oder zu sagen, hör mal, ich bin jetzt mit dabei bei dem Gewinnspiel. Jetzt, wo ich den Preis bekommen habe, kranke Geschichte, klicke ich den Daumen nach oben, aber wieder weg. Also ja, ich kann verstehen, dass man sagt, so eine Art und Weise an Views oder an Likes zu kommen, ist nicht so prall. Ich persönlich würde es nicht so gerne machen, also in so einer sehr extremen Form. Zu sagen, wenn wir die 50.000 Abonnenten, die haben wir jetzt übrigens gerade, ne, die 50.000 Follower auf YouTube, gerade die Tage geknackt, aber wenn wir die 100.000 voll hätten, machen wir irgendwie einen Preis oder so, das, keine Ahnung, finde ich nicht besonders schlimm. Wenn es dazu ausartet, Leute zu irgendeiner Art von Spam aufzurufen, gerade wenn es um Bewertungen geht, finde ich das dann doch deutlich grenzwertiger. Aber die einfachste Variante für dich ist, entweder machst du es nicht oder du machst es halt nachher rückgängig. Also du hast halt wirklich wenig zu verlieren dort, ne? Ich vergleiche es immer mit vorher oder mit Gewinnspielen über Telefon, wo du irgendeine ultra teure Hotline anrufen musst und die dann in der Theorie ja auch üblicherweise, wenn du sie nicht blockiert hast, dann zumindest mal deine Rufnummer haben und du Geld bezahlt hast. Von daher finde ich irgendwie ein Knöpfchen zu drücken, das einen nichts kostet und keine persönlichen Daten preisgibt, jetzt nicht ganz so tragisch. Also da hält sich mein Aufregen ein wenig in Grenzen. Hallo Onkel Barlo, zu BFA wollten wir gemeinsam wieder durchstarten und eine neue Gilde gründen.
kennen uns schon recht lang, circa 4 oder 5 Jahre, und hatten uns damals in Rift durch den Content geprügelt. Sind allerdings nicht mehr so viele, im Prinzip nur der harte Kern, circa 8 bis 10 Leute werden es werden und werden daher neue Mitglieder benötigen. Zur Thematik, ein guter Bekannter von unserem Gildenleader meinte, wir sollten das mit der Gilde sein lassen, es würde keinen Sinn machen und sei zu schwer. Da wir mit der Gilde keine Raid-Erfolge aus dem alten Content vorweisen können und keinen Raid-Kader besitzen, stattdessen bot er uns an, in seine Gilde eingeladen zu werden, wo wir auf den Status Casual gesetzt werden. Und wenn vielleicht Platz ist, mitraiden können, würde ich eher die andere Variante wählen, mich irgendwo einladen zu lassen, mir einen Raid-Zeitpunkt zu suchen, wo die anderen nicht raiden und sagen, wer Bock hat, mit dem Twink bei uns mitzukommen, soll mitkommen. Er hat insofern völlig recht. Recruiting, also Leute in deine Gilde zu bekommen, die auch nur ansatzweise was hinkriegen und ansatzweise zu einem passenden, ist sauschwer. Selbst bei guten Gilden, die regelmäßige Kills seit Jahren oder Jahrzehnten fast schon mittlerweile vorzuweisen haben, der schwerste Teil ist es, regelmäßig Leute zu finden, mit denen man gut klarkommt, die den eigenen Ansprüchen entsprechen und so weiter und so fort. Hinzukommen und eine Gilde zu haben, die selbst nicht raid-tauglich ist und zu sagen, wir haben das eigentlich auch noch nie gemacht, kannst du versuchen. Ich glaube nur nicht, dass das von extrem viel Erfolg gekrönt sein wird. Er bietet euch halt an, einzuladen und auf Casual zu setzen, weil er natürlich keine Ahnung hat, ob irgendjemand von euch auch nur ansatzweise tauglich ist für einen Raid-Kader. Also ich glaube, seine Idee ist nicht die allerschlechteste, zu sagen, ihr könnt bei uns in die Gilde, da seid ihr zumindest mal alle zusammen und habt noch ein paar andere Leute, die auch an PvE interessiert sind. Nur würde ich an eurer Stelle, statt darauf zu hoffen, in deren Raid eingeladen zu werden, einfach sagen, wir machen einen Raid-Termin, der sich nicht mit den Haupt-Raid-Terminen der Gilde in die Quere kommt und machen da halt so einen Casual Twink-Raid oder so. Und werden mit Sicherheit Leute finden, denn wenn ihr 8 Mann seid oder so, oder auch nur 6, 7, wird es relativ leicht sein, Leute zu finden, die sagen, ach komm, dann komme ich mal bei denen mit. Und zu schauen, wie weit ihr dann kommt. So, das soll es gewesen sein für heute, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr gebt mir weiter, schreibt mir weiter so viele schöne, gute, interessante Fragen, Anregungen und Themenvorschläge, denn die brauche ich, um BMZs weiterhin zu machen. Wünsche euch einen angenehmen Rest Samstag. Oder an welchem Tag auch immer ihr das guckt. Sage, macht's gut, wenn ihr möchtet, bis morgen und tschüss, euer Onkel Barlow.